nicht so viel zu sagen, aber ich habe nur das genehmigte Manuskript aus Rom und deshalb halte ich mich. Dazu mit dem Beichtangebot, da komme ich gleich nochmal drauf zurück und ich lade den Präsidenten als Ersten ein. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal in einem Käfig gestanden? Also, ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ja, und wenn Sie das mal richtig sehen, es ist eigentlich nur eine Sache, die es mal bei den Wiedertäufern gab. In Münster natürlich, nicht in Aachen. Die Schwierigkeit ist, und ich habe schon bei dem ganzen Einzug geguckt, die haben den Käfig dann aufgehangen an dem Kirchturm. Aber ich glaube, es passiert nichts, ne? Bleibt der so. Dankeschön. Ja, dann bin ich ja ganz beruhigt. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie in der Schule waren, aber wenn Sie lang genug waren, haben Sie gelernt, was ein Faradayscher Käfig ist. Schlagen Sie bitte das Physikbuch, Seite 37 auf, da können Sie das nachlesen. Da wird man nämlich durch ein solches Gestell vor Blitz und, wie ich hoffe, eben auch vor Donner bewahrt. Und insofern fühle ich mich also hier ganz wohl, obwohl die Situation für mich ungewöhnlich ist, denn ich habe zu Hause, ach, ich darf hier nicht dran gehen, ne? Ich habe zu Hause die Möglichkeit, auf einer großen, freien Kanzel, die seit Jahrhunderten da im Dom steht, zu sprechen, ohne irgendwelche Bedrängnisse und, also das darf ich auch nicht wegen der Technik. Sehen Sie, das in Köln ist da niemand, der mich hindert, ein klein wenig außergewöhnlich zu sein. Übrigens, also, Sie wissen natürlich, wo ich herkomme, aber für Fremde will ich es doch erklären. Wenn Sie nämlich von hier aus, jetzt bin ich mit den Himmelsrichtungen etwas in Schwierigkeiten, das macht ja nichts, also wenn Sie von hier aus nach Düsseldorf kommen, der Speimann, das hatte ja Schwierigkeiten. Also von Düsseldorf kommen und Sie fahren dann mit der Eisenbahn nach Bonn. Dann ist etwa auf der Hälfte der Strecke steht auf Bahnsteig 1 der Dom. Achso, jetzt habe ich das vergessen. Ich musste ja Sie noch begrüßen. Also. Ja. Naja, also ich habe das nicht nur vergessen, sondern Sie glauben nicht, wie schwer das in meinem Beruf heute ist. Also zum Beispiel muss man sagen, liebe ChristenInnen, liebe Nicht-ChristenInnen. Heute ist das bei uns in der Verkündigung manchmal schwieriger, die Anrede richtig zu finden, damit also die Gleichberechtigung, die in der Bibel übrigens schon lange da war, wenn das auch mit der Rippe, das will ich jetzt nicht erklären, aber von der Sache her war es eigentlich immer schon so. Und nur, ich bitte Sie herzlich, den gedruckten Text dieser Rede, ich nehme an, das können die ja hier schreiben in Aachen, jedenfalls von daher, ist es dann wichtig, es scheint so, als wenn doch einiges nicht können, aber ich kann es Ihnen. Jedenfalls ist es wichtig, wenn Sie in dem gedruckten Text unbedingt auf das große I in der Mitte achten. Herr Oberbürgermeister, ich nehme an, das ist bei Ihnen genauso, nicht? Liebe RatsfrauenInnen und, ja, ne? Oberstadtdirektor haben Sie ja nicht mehr. Also jedenfalls, von daher sehen Sie, welche Schwierigkeiten wir haben. Sonst im Übrigen bei der Glaubensverkündigung ist es gar keine Frage. Das ist Gott sei Dank im großen Teil so geblieben.
Und da brauchen wir auch keine Is einzubauen. Das ist alles in Ordnung. Verehrte Ritterinnen, die sind ja nicht da, die haben Schnupfen. Ist ja verständlich. Liebe Ritterinnen, ich nenne sie doch, weil es gibt ja nur die zwei. Und liebe Ritter, da haben Sie sich was angetan, sich einen Kuraten aus Köln kommen zu lassen. Aber für Sie, damit keine Verwechslungen auftauchen, dieser Kurat, mit dem ich mich natürlich jetzt meine, ist nicht zu verwechseln mit dem eben angesprochenen Regierungspräsidenten. Obwohl ich zu meinem Erstaunen bei der Hinfahrt auf der Autobahn außerordentlich interessante Fallen gefunden habe. Da steht nämlich an mindestens zwei oder drei Stellen eine Umleitung um Aachen, Antwerpes steht da immer. Aber meine Wahl zu Ihrem Feldkuraten ehrt, wie ich glaube, auch meine verehrten Vorgänger in diesem Amt. Den Dompropst Ketzer. Ja, richtig, wir hatten einen Ketzer. Wir hatten einen lieben Ketzer als Propst, aber nicht, dass die denken, die anderen wären auch alle Ketzer. Und auch nicht, dass sie denken, alle Ketzer könnten bei uns ins Domkapitel kommen. Dieser eine, der war prima, aber es genügt dann auch. 1981 haben sie ihn erkoren. Viel früher schon, 1962, den Pater Rochus Spieker, der gegenüber von Dom in St. Andreas residierte. Dompropst Ketzer hat den weisen Spruch getan und auf Bestellung kommt das Bild dazu. Ein Dompropst ist wie der Schaum auf dem Bier. Er allein ist zu nichts Nütze, aber ohne ihn ist das Bier ganz schal. Diesem Wort schließe ich mich außerordentlich gerne an. Vor allem, wenn keine Gegenfragen kommen, um welches Bier es sich handelt. Denn als langjähriger Stadtdechant von Düsseldorf gerate ich bei den Biersorten, die mit regionalem Nationalstolz vertreten und getrunken werden, immer wieder in Schwierigkeiten. Die Bayern werden das kaum verstehen können, da sie nicht wissen, was sie mit unserem Bier in den kleinen Reagenzgläschen eigentlich machen sollen. Sie haben es gut, Sie kriegen ein Bier, ich stehe hier trocken. Wir brauchten deshalb für ein gutes Oktoberfest bei uns nur die halbe Theresienwiese, um also damit fertig zu werden. Da haben die Aachener sicher andere Sorgen. Herr Präsident, Sie sind meine Rettung. Kannst du mal auf die Trommel setzen? Ja, so. Die Aachener haben sicher andere Sorgen, da sie nach Burschweg und Printen auf jeden Fall mit irgendetwas den Durst löschen müssen. Printen, da ist übrigens meines Erachtens abgeleitet alles, was mit Printmedien zusammenhängt. Der Herr Nowotny könnte das besser erklären. Aber ich glaube, das stimmt, nämlich lecker, süß, etwas zäh, manchmal ein gewisser Nachgeschmack. Auf jeden Fall braucht man etwas, um nachher herunterzuspülen. Lieber Herr Ministerpräsident, ich weiß ja nicht, warum Sie in Ihrer schönen Rede sich ausgerechnet mit dem Speimanes vom Henneschen eingelassen haben. Es ist ein außerordentlich lieber Kerl, aber die Gefahr des Aquaplaning in diesem Raum war damit gegeben und ich weiß auch jetzt nicht, wie es draußen ist. Es könnte natürlich auch das Glatteis dadurch gefördert werden. Das Bärbelchen,
meine, ich wäre auch sehr nett gewesen als Partnerin. Und es hätte Ihnen sicher gute Erinnerungen an Ihre liebe Familie gegeben. Ich bin ja durch die Messdienerin, Sie wissen, dass wir das nach längeren dogmatischen Auseinandersetzungen dann geklärt haben. Aber ich bin jedenfalls durch die Messdienerinnen ja auch schon an Bärbelchen gewöhnt. Und das war auch ein recht schöner Lernvorgang in den letzten Jahren. Herr Ministerpräsident, Sie haben bei sich in der Kirche ja sogar Pfarrerinnen. Das geht bei uns nicht, und zwar vor allem wegen der Heizung. Naja, Sie haben nicht die Praxis. Die Kirchenheizungen werden ja hier in Aachen meist hergestellt. Umluftheizung. Viele Gitter im Fußboden. Da kann man... Man kann auch was anderes, aber man kann mit den kleinen Absätzen sehr leicht hängen bleiben und verunglücken. Und zum Schutz dafür ist das uns für Fahrerinnen zu gefährlich. Naja, Sie müssen nicht die Versicherungssummen bezahlen. Bei der rückgehenden Kirchensteuer... Ich hoffe nicht, dass Sie ausgetreten sind. Also bei der rückgehenden Kirchensteuer wird das immer schwieriger. Im Dom allerdings wäre das Ganze eigentlich etwas anders, denn wir haben gar keine Heizung. Aber wohl natürlich Lüftungsgitter und die allein schon deshalb, damit meine eben gemachte Behauptung auch weiterhin Halt hat. Im Dom kann es passieren, wie der Spermanes ja eben uns erzählt hat, dass dieses seltene Ereignis eintritt, dass wir gefrorenes Weihwasser haben. Theologisch ist da eigentlich weiter nichts zu sagen, ökologisch aber, was ja heute von besonderer Wichtigkeit ist, ist der Zustand begrüßenswert, wegen des geringen Wasserverbrauchs. Und ich bitte um eine diskrete Mitteilung an die Grünen, die werden dann auch lieber zu uns kommen. Ja. Wissen Sie, die vom Hennessy, die kamen ja auch alle zu uns in den Dom und außerdem natürlich noch viele, viele Besucher, 18.000 im Schnitt pro Tag. Ein Höhepunkt ist dann ein Dreikönigsfest. Wenn Tausende von heiligen drei Königen, schwarze, weiße, mit großen Umhängen, fein gemacht und angestrichen im Dom sind. Und so ein kleiner schwarzer König musste sich mit seinen Ellenbogen durchsetzen, um überhaupt etwas sehen zu können, und sagte dann voller Entrüstung, die hätten ja auch die Kirche was größer bauen können. Aber wenn der Dom noch größer würde, müsste das Siebengebirge kleiner werden, da viele Steine von dort zum Dombau genutzt werden. Deshalb zieht ja auch die Bundesregierung nach Berlin, da sonst durch das fehlende Siebengebirge der Ostwind wieder zu scharf wird. Und in Berlin sind die das gewöhnt. In Berlin hat übrigens jetzt der Heilige Vater extra einen Erzbischof eingesetzt, damit die Abgeordneten und die Regierung eine so gute seelsorgliche Betreuung wie bisher in Köln und Bonn hatten. Dadurch haben wir dann bei uns einen Pastor für die Ritter wieder den tierischen Ernst frei. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Aachener Ritter das über 12 Jahre ohne einen geistlichen Beirat und Feldkuraten geschafft haben. So gehe ich also davon aus, dass ich viel Arbeit haben werde. Wir haben deshalb schon vereinbart, dass im AKV-Büro jetzt ein schönes Beichtzimmer eingerichtet wird. Und da sitzt dann der Kurat am Aschermittwoch. Die Ausgabe der Anmeldeformulare erfolgt ab morgen. In besonderen Ausnahmesituationen gibt es allerdings
auch Generalabsolution. Und da ist dann auch der Elverat des AKV mit eingeschlossen. Lieber Präsident, meine Herren, Sie sind ja selbst schuld, wenn Sie mich als neuen Kuraten ausgesucht haben. Ich würde natürlich auch gerne hier für den Dom kollektieren, aber ich will ja nicht in Konkurrenz geraten. Und Sie können es mir stillgeben. Aber für dieses große ehrende Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken. Und zum Dank dafür dürfen Sie alle kostenlos zur Heiligen Messe in den Dom kommen. Von der Kollekte kann ich Sie allerdings nicht befreien, sonst wäre es kein richtiger Gottesdienst. Ich nehme übrigens an, dass dieses Dankesangebot auch für den Aachener Dom gilt. Mein Amtskollege Dr. Müllejans stimmt dem, wie ich sehe, von hier aus zu. Wenn ich mir das zu sagen erlauben darf, gibt es beim Karlspreis eigentlich auch einen Kuraten? Ob die es weniger nötig haben? Da haben wir es jedenfalls hier doch besser und kommen, wie ich glaube, alle miteinander in den Himmel. Noch einmal, liebe ChristenInnen, liebe NichtchristenInnen, es war mir eine große Freude, Ihnen alle diese wesentlichen Worte zu sagen. Lasst uns miteinander froh und munter Karneval feiern. Freude ist notwendiger als Nahrung, wobei ich das Trinken ausnehmen möchte. Und zum Schluss bitte ich Sie, diesen Dank mit mir in dem auszudrücken, was hier in Aachen und all überall Ausdruck des Dankes, der Freude und des Frohsinns ist. Oche, Allah, Oche, Allah, AKV, Allah. Dankeschön.